5. November 2038. 21.42 Uhr. Das war bei Weitem die langweiligste Party der letzten 25 Jahre. Und jedes Mal auf solchen Partys frage ich mich, was zur Hölle mache ich bloß hier? Ich hasse Cocktailpartys und all diese Schwätzer, die dorthin gehen. Es ist eine Möglichkeit für all ihre Bewunderer, sie kennenzulernen. Ja, denen ist Kunst doch völlig egal. Die interessiert nur, wie viel Geld sie damit verdienen können. Was soll's, lass uns einen trinken. Diese ganze Aufregung hat mich richtig durstig gemacht. Das tun wir. Und er ist ein sehr netter. Ohne Eiswürfel? Auf jeden Fall. Das ist ein sehr guter. Okay, aber Sie wissen, was Ihr Arzt sagt. Ja, na, der kann mich doch mal. Ich bin alt genug, um meine Medizin selbst zu wählen. Den mag ich, der ist ein guter. Hast du im Studio das Licht angelassen? Nein, ganz bestimmt nicht. Oh oh. Ruf die Polizei. Detroit Police, wie lautet Ihr Notfall? Hier ist Karl Manfreds Android, 8941 Lafayette Avenue. Wir kommen gerade heim und das Licht ist an. Vielleicht wurde eingebrochen. Ein Streifenwagen ist unterwegs. Los, sehen wir mal nach. Der kommt hoffentlich nicht zu spät. Wir sollten vielleicht hier warten, bis die Polizei eintrifft. Das wäre vielleicht nicht verkehrt. Bevor wir jetzt reinplatzen und einer schon auf uns wartet. Jetzt sollten wir hier einfach, weil das Spiel wird uns das nicht lassen. Wäre es, wenn wir einfach hier warten. Tja, das Spiel lässt uns nicht. Ah. Leo! Was machst du hier? Du hilfst mir nicht, also helfe ich mir selbst. Manche zahlen Wahnsinnspreise für den Scheiß. Fass ihn nicht an. Hör zu, früher oder später gehören die sowieso alle mir. Betrugsüchtige. Betrachte es als Vorschuss auf mein Erbe. Marcus, er soll da weggehen. Schaff ihn sofort hier raus. Oh, kriegt ihr Events. Hey, die Polizei ist unterwegs. Geh jetzt lieber, bevor du Schwierigkeiten bekommst. Du schickst mich immer bloß weg. Warum denn? Bin ich nicht gut genug? Nicht perfekt wie dieses Scheißding? Das reicht jetzt! Raus hier! Sofort! Was macht das so besonders, hä? So viel besser als mich! Lass ihn in Ruhe! Na los, zeig, was du kannst! Marcus, du darfst dich nicht wehren, verstanden? Reagier einfach nicht. Los, schlag mich! Worauf wartest du? Bist du ein Mann? Dann mach schon! Nicht verteidigen, das halte ich aber. Was denn? Bist du etwa ein Feigling? Nee, das ist. Da bin ich gegen. Angst, dich zu wehren, du blöder Arsch! Nicht angreifen auf keinen auf jeden Fall. Aber. Verteidigen darf ich mich. Angreifen? Nein. Wäre ich. Notwehr. Oh, stimmt ja, ganz vergessen. Du bist gar nicht echt. Du bist nur ein Scheißklumpen Plastik. Lass ihn in Ruhe. Pass auf. Ich mach dich fertig. Dann gibt es nur noch mich und Dad. Ich werde dich zerstören. Du stirbst im Herzinfarkt. Tja. Leo! Oh mein Gott! Du Idiot, Leo. Leo! Mein kleiner Junge. Karl, ich... Sie werden dich zerstören, Marcus! Du musst jetzt gehen! Verschwinde hier! Gehen?
Aber wo soll ich denn hin? Karl, ich hab doch nur sie. Verschwinde! Los! Er ist uns nicht wütend. Er ist uns nicht böse. Marcus! Keine Bewegung! Ach du Scheiße. Polizei hielt Marcus für den Angreifer. Der nächste Tod oder was? What the fuck? Ja, da gibt's kein Todeszeichen, der ist nicht tot. Nach der Party im Wohnzimmer betreten. Natürlich ist der Android der Angreifer, wer sonst? Alter. Scheiß Bullen hier. Wenn ich mal den falschen angreifen. Whisky einschenken. Studium mit Karl überprüfen. Oh nein, wir hätten es nicht überprüfen können, wir hätten warten können. So ein Dreck. Ich wollte es doch schon. Nur konfrontieren, Gedächtnis, Ballast zerstören. Markus wird zum Abweichler. Leo schubsen. Du bist verletzt, Polizei trifft ein. Polizei hält Markus für einen Angreifer. Aber wenn wir uns nicht gewehrt hätten, wenn wir nicht geschubst hätten, dann wäre die Polizei reingekommen. Hätte uns am Boden gesehen und wahrscheinlich wäre es dann so gelaufen. Ich musste mich doch wehren. Warum musste er sterben? Was ist vor dem Messerangriff passiert, hm? Na, jetzt spielen wir der Connor. Wie lange warst du da oben? Warum bist du nicht einfach weggerannt? Sag endlich was, Gott verdammt! Scheiß drauf, ich bin raus. Wir verschwenden unsere Zeit mit dieser Maschine. Wir werden nichts aus ihr herauskriegen. Wir könnten ihm ja ein bisschen Druck machen. Es ist doch so. Er ist kein Mensch. Androiden spüren keinen Schmerz. Sie würden ihn nur beschädigen und nicht zum Reden bringen. Abweichler neigen außerdem zur Selbstzerstörung, wenn sie Stress ausgesetzt sind. Okay, Klugscheißer. Was sollen wir dann tun? Ich könnte ihn befragen. Schaden kann's nicht. Na los, er gehört ganz dir. Auf ins Feuer. Und zwinge ein Geständnis. Erstmal Hinweise sammeln. Hinweise auf Software-Instabilität. Wahrscheinlich der Selbstzerstörung. Wahrscheinlich jetzt der Selbstzerstörung niedrig. Okay. Modell HK400 Haushälter. Erstellungsdatum 29.05.2030. Eigentum Carlos Ortiz. Schlagspuren, nicht kritischer Stufe, 2 Schaden verursacht durch Baseballschläge. Wiederholte Markierung über 16 Monate verursacht durch Zigaretten. Aha. Der Sack hat seine Zigaretten auf ihm ausgedrückt. Trocknetes Blut. Das Blut von dem Besitzer. Optimales Stresslevel für ein Geständnis. Mein Name ist Connor. Was ist mit dir? Wie ist dein Name?
Ich sehe eine Instabilität in deinem Programm. Sie kann ein ungutes Gefühl auslösen. Wie Angst bei Menschen. Sie sagen, du bist ein Mörder. Du weißt, dass du menschliches Leben unter keinen Umständen gefährden darfst. Hast du etwas zu deiner Verteidigung zu sagen? Wenn du nicht redest, werde ich deinen Speicher auslesen müssen. Nein! Nein, bitte tu das nicht! Stresslevel zu niedrig. Was? Das müssen wir noch erhöhen. Was werden Sie mit mir machen? Sie zerstören mich, oder? Sie werden dich demontieren für eine Analyse deiner Biokomponenten. Anders können sie nicht herausfinden, was genau passiert ist. Sam, du sagst, warum hast du mich verraten? Warum bist du nicht einfach gegangen? Ich bin auf die Jagd nach Abweichlern programmiert. Ich habe meine Mission erfüllt. Ich will nicht sterben. Dann rede mit mir. Ich? Ich kann nicht. Wie deine Handlungsweise. Es läuft bisher ja sehr smooth. Ich verstehe, was in dir vorging. Du wurdest übermannt von Wut und Frustration. Verständnis vortäuschen. Du bist nicht schuld an dem, was passiert ist. Weißt du, ich verurteile dich nicht. Ich bin auf deiner Seite. Gut, ich will nur die Wahrheit herausfinden. Wenn du weiter schweigst, kann ich nichts tun, um dir zu helfen. Sie werden dich komplett abschalten. Dann bist du tot. Verstehst du? Tot! Überzeugen gescheitert. Verdammt! Achtundzwanzig Stichwunden! Du wolltest wohl ganz sicher gehen, was? Hast du Wut verspürt? Jetzt kommt der Badge-Cop. Hass! Er hat geblutet! Er hat um Gnade gefleht! Doch du hast zugestochen! Wieder und wieder und wieder! Bitte! Ich weiß, du hast ihn getötet. Warum sagst du es nicht? Bitte! Bitte! Sag einfach, ich habe ihn getötet! Ist das denn so schwierig? Hör auf! Stopp! Bitte! Bitte lass mich in Ruhe! Schon gut? Schon gut. Alles wird wieder in Ordnung kommen. Stressen beruhigen, Stressen beruhigen, Stressen beruhigen. Das ist... Das führt alles zu nichts. Was? Ich gebe auf. Was, jetzt schon? Das Verhör hat noch gerade erst angefangen. Alter, hör mal. Der Spaß hat noch nicht mal begonnen. Als ob das jetzt schon vorbei ist. Selbes Spiel machen wir noch 5 Mal und dann... Ach komm. Chris, schließ ihn ein. Das war ja schwach. Oh, na gut, gehen wir. Geht weg! Fasst mich nicht an. Was zur Hölle machst du da? Weg! Fassen Sie ihn nicht an. Er zerstört sich selbst, wenn er bedroht wird. Halt dich da bloß raus. Mir sagt kein Android, was ich zu tun habe. Sie verstehen nicht. Wenn er sich zerstört, erfahren wir gar nichts von ihm. Halt doch endlich dein verdammtes Maul! Zerstört sich selbst. Bringst du das Arschloch jetzt weg? Ich versuch's.
Ich kann das nicht zulassen. Lassen Sie ihn in Ruhe. Sofort! Ich habe dich gewarnt, Arschloch! Das reicht jetzt. Kümmere dich um deinen eigenen Kram, Hank. Ich sagte, das reicht jetzt. Fuck! Diesmal wirst du nicht damit durchkommen. Fuck! Es ist alles in Ordnung. Wir müssen Zengis auf seiner Seite stehen, das wir nicht wollen. Niemand wird dir etwas antun. Bitte, nicht anfassen. Das kann man vielleicht noch überzeugen. Er wird ihnen aus dem Raum folgen und keine Probleme machen. Oder auch nicht. Er kann vielleicht später noch bestehen. Ich denke, das ist doch super nach Vorschrift gelaufen, oder nicht? Ich meine, wurde eine Zelle zugeschickt, also nach Vorschrift wahrscheinlich nicht, aber es ist doch optimal zum Ziel gelaufen, wenn es nach Connor geht. Er hat sich nicht selbst umgebracht. Na gut, es ist. Er ist zurück in eine Zelle und wird später nochmal verhört werden. Das ist doch eigentlich das Beste aus dem. Nicht überzeugend gescheitert noch draus gemacht. Das ist eigentlich gar nicht schlecht. Völlig den gefundenen Partner. Beobachtungsraum. Dieses Kapitel hätten wir wahrscheinlich nicht gehabt, wenn wir den Verdächtigen im Partner nicht gefunden hätten. Androiden analysieren. Sollen Androiden nicht analysieren? Wissen, Stresslevel analysieren, Wunden analysieren, Herangehensweise wählen, überzeugen, unterdrücken, setzen, aufgeben. Aufgeben wollte ich eigentlich nicht, aber irgendwie hat Connor das dann übernommen. Überzeugen gescheitert. Ja, das finde ich schlecht. Das hätte ich gerne auch. Ich bin ganz gerne überzeugt, das wäre noch was geworden. Chris greift ein. Eingreifen und wird von der Zelle zurückgeschickt. Ich denke, dass es zu den Umständen, dass es auf Überzeugen gescheitert ist, war es die beste Situation. Die beste Lösung. November 2038. 22 Uhr 58. Jones Coffee. Ist das der Bus mit Kamera drin? Danke für Ihre Reise mit Detroit Bus. Ah ja. Okay, Endstation. Endstation? Ja, ihr müsst aussteigen. Wach auf. Wir müssen gehen. Wir dürfen da nur sitzen, weil wir die Nest bei uns haben. Sonst sind die Roboter, wie wir schon gesehen haben. Das ist ein extra Abteil. Ich wollte gerade was drücken, aber okay. Passt. Alles okay? Wir finden schon einen Schlafplatz. Obdachlos. So sieht's aus.
Komm, Alice, wir müssen uns beeilen. Nein, Unterschlupf für die Nacht. Wie wär's mit dem Coffeeshop? Gehen wir da mal hin. Da haben wir zumindest erstmal was Warmes. Okay, das ist doof. Da noch Sachen. Jetzt erstmal hier versuchen. Öffnet erst am Morgen, okay. Einen Waschsalon gibt's hier. Wäre gut, um die Wäsche mal zu waschen. Hier ist es warm. Dir geht's gleich besser. Wir haben uns jetzt nicht auf den anderen Orten geguckt, aber... Können wir die Kleidung loswerden, die blutbeschmierte Kleidung. Bisschen Kleidung klauen. Trockene Kleider für alles. Du brauchst etwas Warmes und ich muss diese Uniform loswerden. Das ist Diebstahl. Das dürfen wir nicht. Wir sind jetzt auf der Flucht. Tut mir leid, Alice, aber wir müssen das tun. Und wir haben leider wenig andere Möglichkeiten. Ich glaube, kann ich in Uniform rumlaufen. Vom Körper wegnehmen, das hatte ich ja für sehr gewagt. Aufwacht können wir ja noch sagen, dass wir ihn weglegen wollten. Oha! Polizei. Nicht gut. Hier ist ein Buch. Das lesen wir uns nicht durch, aber das nehmen wir hin. Das nehmen wir mit. Jetzt schnell raus hier. Lassen wir uns nicht erwischen. Da drüben. Ein Motel. Da haben wir unseren Schlafplatz. Und dafür brauchen wir Geld. Wir haben, glaube ich, kein Geld. Den Androiden. Gehen wir nicht rein? Es geht nicht, Alice. Ich habe kein Geld. Wir brauchen 40 Dollar. Oder wir suchen weiter. Sei diskret.
Bequem war sicher, wir kommen nicht rein. Wir suchen Geld, vielleicht können wir hier irgendwo noch. Gibt es hier noch die Möglichkeit, Geld zu holen? Und wir öffnen keinen Schlafplatz. Um Hilfe bitten. Um Hilfe bitten halte ich für riskant. Aber da haben wir Zeugen. Und vielleicht können wir da irgendwo Geld klauen. Jetzt vielleicht auch schon in der. Sie wartet da drüben. Pass auf Alice auf. Was machst du denn, Alice? Alice, du bist ja eiskalt. Schon okay, mir ist nicht so kalt. Ihr wirkt verloren. Wir wissen nicht, wohin. Ich weiß jemanden, der helfen kann. Das ist auf der anderen Seite der Stadt. Wir brauchen jetzt etwas. Okay. Komm mit, Alice. Wer ist denn mit da drüben? Ein bisschen Geld fürs Motel finden. Muss versuchen. Der Laden ist noch offen. Vielleicht sollten wir reingehen. Zumindest ist es warm da drin. Zurückzieher zu melden, zu helfen. Der meldet uns, wenn wir was verkacken. Essen für alles. Klauen ist ja keine gute Idee. Waffe haben wir nicht mehr, oder? Kann ich helfen? Ich und dein kleines Mädchen haben keine Unterkunft. Hätten Sie etwas Geld für ein Zimmer für heute Nacht? Also, das ist hier ein Supermarkt, Lady, und nicht die Heilsarmee. Ich kann nicht an jeden Penner aus der Gegend Geld verteilen. Kleines Mädchen. Ladendiebstahl. Das geht schief. Was anderes versuchen. Können wir den irgendwie ablenken oder so? Ich sehe hier keine andere Option. Scheiße, Mann. Ich hoffe, wir gehen da nicht bei drauf. Schau weg. Warte draußen auf mich. Nur für 2 Minuten. Draußen warten? Aber warum? Bitte. Wir machen danach ein Fangenspiel. Wir rennen ganz schnell weg. Wer als erster drüben beim Hotel ist, der gewinnt. Ein ganz kleines Spiel. Nichts Böses. Noch ein Wettrennen. Tut mir leid, ich habe keine Wahl. Legen Sie das Geld aus der Kasse auf den Tresen. Verdammt, Mann!
Jetzt haben wir einen Zeugen mehr. Kein Wort. Er drückt doch den Knopf. Verzeihung, sind Sie fertig? Nach ihm. Drückt doch sofort den Knopf. Wir hätten gehen sollen. Und da waren es den Typen. 4,95 bitte. Geld könnten wir gebrauchen. Mach keine Scheiße. Werd nicht unvorsichtig, Kammer. Öffnen Sie die Kasse. Nicht den Notknopf drücken. Das Geld auf den Tresen. Ganz vorsichtig, ganz ruhig. Mach keine Scheiße, Mann. Ach, verdammt. Dass du rauskommst, bevor es hässlich wird.